So Leute, weiter geht es hier mit Risen 1. Wir sind jetzt hier wieder in der Vulkanfestung und müssen uns mit ein paar Echsenmenschen rumschlagen. So, da war der nächste. Die Schweine leben noch alle? Wieso leben die ganzen Schweine? Aber er hier ist leider tot. Taylor. Wie ist er denn gestorben, wenn hier kein Echsenmensch war? Ach, da unten haben wir Abrax. Und wie hat er seine Tür zubekommen? Ah, der junge Mann? Gut, dass du kommst. Da sind Echsen. In der Bibliothek. Ich weiß, sie sind überall. Du musst in die heilige Halle gehen. Ja, aber sie sind in mein Labor eingedrungen und jetzt bringen sie bestimmt alles durcheinander. Und sie haben die Tür zugemacht. Wie soll ich denn jetzt mein Experiment beenden? Oh, macht er sich da drüber Gedanken, ey. Sieh zu, dass du zur heiligen Halle kommst. Was? Aber du musst in die Bibliothek gehen. Was soll ich da? Du musst die Eindringlinge aufhalten und meine Aufzeichnungen und Vorräte retten. Gut, dann machen wir das. Die Tür zum Labor ist zu. Vom Rumstehen und Reden alleine geht sie nicht wieder auf. Und wie soll ich hineinkommen? Benutze den Geheimgang in der kleinen Bibliothek. Gut. Sind hier jetzt noch welche? In den ganzen... Ah, ne, da ist noch einer. Hallo, Kasper. Was machst du hier? Ich, wollte nur schnell was fegen. Ja. Versteckst du dich etwa? Ich dachte, du wärst einer von der harten Sorte. Ich bin einer von der Sorte, die am Leben bleiben will. Aber abgesehen davon habe ich die Gelegenheit genutzt, um meine Vorräte etwas aufzustocken. Hier liegt eine Menge Zeug rum und es wäre doch schade, wenn das alles den Echsen in die Hände fällt. Wenn du was brauchst, lass es mich wissen. Ja, dann, dann zeig mal, was du hast. Gut. Da, der hat immer noch nur dieselbe Scheiße wie früher. Mach dich nützlich. Wir brauchen jeden Mann. Na gut, ich gehe zu William auf den Hof. Da bin ich wenigstens nicht ganz allein. Das ist schon mal ein Anfang. Pass auf dich auf. Gut. Sind jetzt hier irgendwo noch welche? Sieht nicht so aus. Okay, hier drinne? Auch nicht? Hä, so... Boah, die Skelette, ey. Das war doch irgendwie die... Ach, die haben hier schon alle besiegt. Okay. Die sind aber alle tot hier, die Rekruten. Da steht noch einer rum. Lass die Scheiße gar nicht mal so schlecht. So. Oh, da kommt noch einer. Weg mit dir. Ja, die ganze... Ich lass die Scheiße einfach liegen. Die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. So, Kasper, der zieht sich erstmal schön ein durch hier. Hallo, William. Ja, ist ganz normal, dass hier überall so Echsen sind und so, ne? Ignatius will, dass ihr euch in der Heiligen Halle versammelt. Ich werde gehen. Doch da ist noch etwas. Da ist ein Krieger. Was? Wo? Auf dem Friedhof. Ein zäher Schweinehund. Sei vorsichtig. Was auch immer ihr da unten macht, es ist nichts Gutes. Ach, das schaffen wir schon. Hey, da hat ja jemand überlebt. Wie ist die Lage? Mach dir um uns keine Sorgen. Wir passen auf. Ich werde jetzt weiterarbeiten. Und jeder, der mich dabei stört, wird das bitter bereuen. Ich störe dich. Was bereue ich jetzt? Der hat immer noch keinen komischen Klingen. Ach doch, hier. Die hat er. Aber okay, wir... Oh, Helm des Ordenskriegers. Okay, das ist doch eine Überlegung wert. 1 und 1 und der macht 5, 5 und 10. Also ich meine, den nehmen wir doch gerne. Huch, falsche Taste gedrückt. So, 250 locker haben wir doch. So. Den ziehen wir auch jetzt erstmal an. Oh, der glänzt richtig schön. Mir hat das alles von Anfang an nicht gefallen. Und wenn die Jungs mehr trainiert hätten, wären sie jetzt nicht tot. Oh, der Kerl, der mit seiner Stärke immer einfach allen auf die Fresse hauen will, der. Zeig mir das. Gut, verkaufen wir mal hier ein bisschen. Edles Schwert, der kann man auch weg. Broncos Schwert behalten wir nochmal, weil das ist einfach halt so ein besonderer Gegenstand aus dem Spiel. Der Rest kann auch weg hier. Perlenkette weg. Akrobatik brauchen wir jetzt auch nicht mehr. So, das kann auch weg. Das kann auch weg. Gut. Und dann haben wir auch schon wieder den Helm locker raus. Der faule Sack chillt hier immer noch sein Leben.
Hat er immer noch irgendwas zu sagen? Jetzt guck mich nicht so an. Ich hab die Echsen nicht aus ihrem Versteck geholt. Das ist dein Problem. Ja, ich guck ihn auch nicht blöd an. Ich sag auch nicht, dass das irgendwie blöd ist mit den Echsen. Es ist ja ganz easy, die hier einfach wegzukloppen. Sind hier eigentlich noch welche? Ah ja, da ist einer. So. Von hier haben wir doch auch einen schönen Ausblick. Ah, jetzt kommt er hier rumgelaufen. So. Level aufgestiegen. Sehr schön. Das heißt 10 Mana mehr. Noch einer? Klar, hier vorne. Ey, das ist doch irgendwie so unlogisch, wie die ganzen Echsenmenschen hier. Lass dich nicht umhauen! Paul. Was passiert in der Vulkanfestung? Sie ziehen dir einen Rock an, drücken dir einen Stab in die Hand und lassen dich trainieren. Und dann das ist noch was ganz Altes, dieses Ding hier. Ah. Hier, trink mal einen kühlen Schluck. Ist das etwa ein Bier? Doch, der freut sich ja richtig. Mann, tut das gut. Danke. Hoffentlich bleibt es ruhig. Hoffentlich bleibt es ruhig, sagt er, wenn hier überall Echsen und so. Oh nein, Palos ist tot. Scheiße. Die Macht von Eis. Oh, der hat einen geilen Trank dabei. Ich meine, dann, ne? Ist das ja nicht ganz so. Ich sag mal von. Das ist eine schlechte Idee. Was? Das ist eine schlechte Idee. Warum ist das eine schlechte Idee? Ich will das lesen. Buchständer, den können wir jetzt endlich. Wow, was machst du denn? Boah, der Helm sieht mega fett aus. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Ja, mehr Weisheit. Sehr schön. Jetzt gehen wir nochmal auf den Friedhof und hauen da den fetten Kriegerdingens weg. Schlückchen trinken. Und, wo ist er jetzt? Komm raus, du. Da ist er. So. Meinte der den? Nö, sonst hätten wir ja den Quest beendet. Die Quest, das Quest, den Quest. Hier ist auch keiner, oder? Doch, da unten. Standhafter Echsenkrieger. Und was sollte daran jetzt so schwierig gewesen sein? Hat er irgendwas Geiles dabei? Nö, Fleisch. Warum hat er Fleisch dabei? Echsenschwert brauchen wir nicht. Gut, dann gehen wir jetzt auch mal in die Bibliothek, würde ich sagen. Und schauen da mal nach, was wir da so anfinden. Ob da auch noch so eine Horde Echsenmenschen ist. Ist hier drin noch jemand? Nö. Ach, der Fred ist auch tot. Der hatte den Schlüssel zum Weinkeller. Da könnte man auch mal reingehen, aber ich glaube, das lohnt nicht. Wo ist denn der Koch eigentlich hin? Hier rennt ja irgendwo noch ein Koch rum. In der Küche eigentlich, aber der ist jetzt weg. Keiner weiß, wo er hin ist. Ich höre doch noch irgendwo Echsenmenschen. Sind wir hier drinnen welche? Oben irgendwo? Nö. Autsch. Ach, bestimmt hier unten drunter. Und? Ein Schlitzer. So. Den haben wir nicht weggeschlitzt, sondern weggeschossen. Gut. Wer liegt hier noch rum? Rekrut. Den Buchständer haben wir schon gelesen, meine ich. Da sind jetzt schon mal eine Menge Magier schon. Aber ich schaue mich vorher in der Bibliothek um, ob da noch andere sind. Da haben wir noch einen Echsenmenschen. Ach, ab hier fängt das schon an mit diesen Eindringlingen. Die halt irgendwie, in der Bibliothek sind. So, sehr nice. Und ich loote jetzt einfach mal ein paar von den Kisten. Jawohl. Zweimal dasselbe Muster hintereinander, ist das euer Ernst? Die hier auch noch? Okay, die hat gar keins. Wie sieht's hier drin aus? Das Schloss ist zu schwierig für mich. Klar ist das Schloss zu schwierig für dich, du kannst ja auch gar nichts. Hier noch einer drinne? Nö, können wir da dran? Oh ja.
Nochmal dieses Muster, das gibt's doch nicht. Oh. Maximales Mana plus 20. Sehr nice. Den benutzen wir doch direkt. Hier sind nur diese kleinen Ringe und dann haben wir direkt den. Heißt nochmal 10 Mana mehr. Braucht man nicht. Oh, wir sind schon wieder bei 10 Minuten, sehe ich gerade. Dann loote ich noch eben hier das Haus. Okay, das war's nicht. Dann ist es das, genau dasselbe Muster, nur andersrum, also spiegelverkehrt. Das ist echt ein Ding der Unmöglichkeit. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Den haben wir wahrscheinlich schon gelesen. Und dann machen wir uns jetzt in der nächsten Folge auf den Weg zur Bibliothek, genau. Und schauen da mal die ganzen Echsenkrieger-Eindringlinge weg. Und, Entschuldigung. Ich bin ein bisschen müde. Aber gut, ich bedanke mich fürs Anschauen, hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.